Willkommen, wir spielen weiter Harry Popper Jump. Ja, wir sind schon so hoch, dass wir nicht mehr den Boden sehen können. Da oben glänzt doch was, oder nicht? Auf jeden Fall. Okay, wir haben jetzt... Shit, wir hätten den anderen Spiegel auch noch öffnen können, wo die Hermine gesagt hat, hör auf dich zu bewundern. Shit, wieder was verpasst. Dabei war das so offensichtlich. Schade, dass man nicht nochmal wieder dahin kommt. So, wen haben wir denn da aufgesammelt? Bestimmt haben wir die Karte verpasst in diesem anderen Raum, Spiegelraum. Burdock Mulden, 1429 bis 1490, Vorsitzender des Zauberrates von 1448 bis 1450. Aha. Shit, nee, das schaffen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir hier warten. La 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 la. Schnarch. Das ärgert mich so eigentlich richtig, dass wir jetzt Anni die eine Spielkarte mal beim Besenfliegen verpasst. Aber vielleicht kriegen wir die noch. Wir können das ja nochmal üben. Jetzt haben wir da was verpasst, dann den einen Spiegel haben wir verpasst. Und die Zauberei haben wir auch nicht richtig im Griff. Ich werde zu alt. Glückwunsch, Harry. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Das waren ja nicht viele Sterne. Und immer machen die die Türen hinter sich zu. Los, das Bücherregal hätte sich bewegen müssen. Das kann auch immer Kinder so schnell lesen, ey. Harry, komm nicht zu spät zum Kräuterkundeunterricht. Ich warte am Eingang zum Gewächshaus. Wir sehen uns, Hermine. Ja, okay.
Aha, so geht's weg. Da ist doch ein Spiegel. Karte. Adalbert Waffling, 1899 bis 1981, berühmter Magie-Theoretiker. Bevor ich den Frosch ändere, ne, gucke ich mich doch. Autsch! Ach, die wollte ich doch noch gar nicht. Du bist. Ich bin nie. Und du solltest dich besser fühlen. Die Leute sagen, du wärst besser in einem Zoo. Wenn du in einen Spiegel schaust. Leider. Den haben wir doch gut auseinandernehmen. Okay, in die anderen Räume dürfen wir momentan gar nicht mehr. Hey Harry, hast du die 25 Bohnen für uns? Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Ja, ja, hier. Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Danke für deine Hilfe, Harry. Denn diesmal bekommen Ulrich der komische Kauz, Mittelalter, Daten unbekannt, sehr exzentrischer Zauberer, der eine Qualle als Kopfbedeckung trug. Schon wieder ein Brief. Ich warte immer noch auf dich. Harry, wenn du zu spät zum Kräuterunterricht kommst, wird Gryffindor wertvolle Hauspunkte verlieren, also beeil dich, Hermine. Sehr gut. Da ist eine Truhe, dann gehen wir erstmal da lang. Hey, Potter, magst du Überraschungen? Malfoy hat ein Geschenk für dich. Du solltest besser vorsichtig sein, Potter. Die Slytherins können die Gryffindors nicht ausstehen. Kann man die nicht irgendwie verzaubern? Ah. Lipendo! 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 Kein Geheimraum. Ich will da jetzt noch nicht runtergehen, wenn Craig und Doyle, glaube ich, hieß der, da rauskamen. Dann geht's da bestimmt zum Eingang. Hallo Harry, ich bin Neville Longbottom. Das ist mein Erinner mich. Es erinnert mich an alles, was ich vergessen habe zu tun. Oh, es sagt mir, dass wir gleich Kräuterkunde haben. Oh, da hätte ich beinahe etwas vergessen. Nimm dich vor Draco Malfoy in Acht. Ist eben hier herumgeschlichen.
Schlieb hin! Meine Bohnen. Schlieb hin! Das war's. Dreimal. Drei mickrige Bohnen. Bist du schon mal mit dem Besen geflogen? Ich habe ein bisschen... So, guten Tag. Hier soll irgendwo ein Geheimraum sein und ich werde der Erste sein, der ihn findet. Wo der wohl sein wird? Alohomora! Karte. So. Der Wind Schimpling, geboren 1912, verspeist eine ganze Watt Venimosa Tentacula und überlebte, obwohl er danach violett wurde und es für immer blieb. Schokofröschen, kannst du neue... Flipendo! Diese Statuen sehen wirklich interessant aus, findest du? Flipendo! Flipendo! Ein Speicherbug? Nix, nix, nix. Das war's. Okay, eigentlich wollte ich hier ein Folgenpäuschen machen, aber das ist etwas früh. Dann nehmen wir das Speicherbuch. Und hier runter. Na sieh mal einer an. Du schon wieder, Potter. Spionierst wohl im Schloss herum, was? Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Oh, Schluchz, Schluchz. Potter kommt nicht mehr aus dem Schloss raus. Mit diesen Zauberknallbonbons kann man eine Menge Spaß haben. Hier, fang! Hä, hey, ich drücke Leertaste, verdammt. Verdammt, ich werde getroffen. Mit dir kann man richtig viel Spaß haben. Ein Treffer. Pass auf! Ich pass auf, und du? Nö. Aber gleich. Scheiße. Verfluchter Potter. Das nächste Mal kommst du mir nicht so einfach davon. Hört ihr nicht? Ich
Hier geht nix. Geht bei den Bildern was? Ob beim Hogwarts-Zeichen da oben was geht? Ich dachte eigentlich, das würde sich anbieten. Na gut. Jetzt ein Speicherbuch, bitte. Harry, hier drüben. Hallo, Harry. Ich bin's, Hagrid. Schön, dich zu sehen. Das sind die Ländereien von Hogwarts. Ich bin der Wildhüter. Kann gar nicht glauben, wie schnell hier alles wächst. Eine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus auf dich. Komm doch nach deinem Unterricht auf eine Tasse Tee vorbei. Mach dich auf den Weg zum Unterricht, Potter. Hallo, Momora. Sehr schön. Hallo, Momora. Energie und noch ein paar Bohnen. Hier sollen wir scheinbar nicht lang. Solltest jetzt besser zum Kräuterkundeunterricht gehen. Kriegst Strafpunkte, wenn du zu spät kommst. Ich möchte da nicht rein, ich will speichern, verdammt. Da wartet Hermine, das heißt, wir gehen da noch nicht hin. Was ist das? Quidditch, so wie es aussieht. Mach, dass du zu deinem Unterricht kommst, Potter. Du kennst ja noch nicht mal die Quidditch-Regeln. Der Kräuterkundeunterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt. Ich warte hier auf Neville. Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen. Los, Harry, du solltest besser zum Unterricht gehen. Ja, ja. Ich bin sehr erpicht darauf. Ein Glurak. Nintendo. Hallo. Das Zauberzeichen ist noch da, aber es passiert nichts. Dreck. Das sieht doch hier aus wie so eine Tür. Die muss doch aufgehen. Jetzt ist das Zauberzeichen auch auf einmal weg. Na gut, dann geht's wohl doch nicht. Doofe Statue. Schnecken. Den Schokofrosch hole ich mir. Na, sammelst du den wohl auf? Nintendo.
Ach so, das ist immer so ein Ding. Geschafft. Und den Frosch brauchen wir nicht. Ich hätte jetzt gern ein Speicherbuch langsam mal. 20 Minuten schon. Da. Okay, Spitze, bedanke mich. Bis dann.